Königin Margrethe, darum sorgte sie um König Karl Gustav. In der neuen Dokumentation Sveriges Sista Kunga, DT, Schwedens Letzet Könige, des schwedischen Senders SVT verrät Königin Margrethe 82, dass sie sich Sorgen um ihren Cousin König Karl Gustav, 76, machte, als dieser zum Monarchen wurde. Als er den Thron bestieg, war er 27 Jahre alt, Margrethe war zu dem Zeitpunkt seit rund einem Jahr Königin von Dänemark. Auf einmal war er König von Schweden, alles würde neu und anders werden. Wir dachten, er wird ziemlich einsam sein, sagt die 82-Jährige in der Doku. Auch Karl Gustav selbst erinnert sich an den Anfang seiner Regentschaft zurück, ich sagte zu mir, dass ich mich nicht ändern könne, dass ich der war, der ich war. Man kann sich keine anderen Kleider anziehen. Man muss den alten Mantel nehmen, den man hat, und das Beste aus der Situation machen. Und die Fähigkeiten hervorheben, die man hat, und etwas aus ihnen machen. Nun feiert der schwedische Monarch am 15. September 2023 bereits sein 50. Thronjubiläum. Zahlreiche Mitglieder europäischer Königshäuser sind am Montag, 16. Januar 2023, nach Athen gekommen, um Griechenlands Ex-König Konstantin, 82, die letzte Ehre zu erweisen. Auch Königin Margrethe, 82, und ihre Söhne, Prinz Frederik, 54, und Prinz Joachim, 53, nahmen an der Trauerfeier teil. Unterdessen hält Frederiks Ehefrau die Stellung in der Heimat. Denn während die hochrangigen Royals das Land verlassen haben, wird Prinzessin Mary 50 erstmals die große Ehre zuteil, als Regentin Dänemarks zu fungieren. Die dänische Königsfamilie ist eng mit der griechischen verbunden, immerhin ist Königin Margrethes Schwester Anne-Marie 76, die Witwe von Konstantin I. So ist es also nur selbstverständlich, dass sie mit ihren Söhnen nach Athen gereist ist, um der Trauerfeier beizuwohnen. In Dänemark werden üblicherweise RegentInnen ernannt. Wenn die Monarchin im Ausland verweilt und ihre Pflichten nicht selbst wahrnehmen kann. Nach unentschlossenem Hin und Her um das Erscheinen von Prinz Joachim, 53, an Ex-König Konstantins 82, Beerdigung steht nun fest, der dänische Prinz nimmt an dem Begräbnis des verstorbenen Altkönigs von Griechenland teil. Wer aus dem dänischen Königshaus an der Trauerfeier teilnimmt, stand bereits kurz nach dem Tod des früheren Königs fest. Prinz Joachims Erscheinen war anfangs jedoch nicht geplant. Der dänische Hof berichtet über die Entscheidung seines Erscheinens wie folgt: Es ist seiner königlichen Hoheit Prinz Joachim doch möglich, an König Konstantins Trauerfeier teilzunehmen, der Prinz konnte seine anderweitigen Verpflichtungen ändern. Diese Art der Kommunikation sorgt jedoch für Verwirrung. Hofexperte Jakob Heinel Jensel äußert sich laut BT verdutzt über die Art und Weise der Berichterstattung, es ist eine sehr verwirrende Art zu kommunizieren. Aber es ist gut für das Königshaus, dass er jetzt doch Platz in seinem Kalender gefunden hat. Diese Kommunikation sei unglücklich, ein wir kommen nicht, wir kommen doch. Das Erscheinen von Prinz Joachim kann als gutes Zeichen gesehen werden. Nach dem aufkommenden Familienzwist um die Aberkennung der Titel von Joachims Kinder zeigt sich die Familie jetzt als Einheit. Verwendete Quelle: Konghuset.dk, BTDK, Royal Central Cook.